Hallo, Ralf Paschen für Jagd aus der Lebenshöhe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine besondere Liebe zu 98ern habe. Und hier ist ein Schätzchen, das mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist, weil die Herstellungsphase etwas mehr als 3 Jahre gedauert hat und immer wieder Pausen eingelegt wurden, weil eben einfach nicht die Zeit da war, das Gewehr in der Qualität zu bauen, wie es jetzt hier schlussendlich abgeschlossen ist. Ein Arbeitsrepetierer, zumindest kommt er so daher, im ganz schlichten Gewand, alles in Schwarz gehalten, ohne große Gravur. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Hersteller, das Kaliber und die Seriennummer in Gold eingelegt, ebenso wie das F für Feuer und einen kleinen goldenen Rand um die Kammerstängel herum. Gebaut hat das Gewehr für mich niemand anders als Sebastian Blodatz, ein ehemaliger Hartmann und Weiß und Lebowmann, der sein Formgefühl noch mal um ein Vielfaches verfeinert hat. Und das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Der Schaft ist wirklich in der Proportion, in der Ausführung, so wie er besser nicht sein kann. Das Finish ist mit Sicherheit auch eins der besten, das ich seit langem gesehen habe. Aber es hat natürlich auch ewig lange gedauert. Die Fischhaut, und da ist ganz besonders drauf zu achten, ist in der Perfektion durch die Außenlinien konturiert, scharfkantig geschnitten, nicht so, dass man sie schneiden kann, und in keinem Fall durchgeschnitten über die Mitte, sondern auch hier wird es getrennt über die verlängerte Scheibe. Herzstück dieses 98ers im Kaliber 308 ist ein Mauser-Kurzsystem, das sich eben über diese kurze Lauflänge speziell für diese Patrone perfekt eignet. Dann haben wir über einen Ring geschoben eine Viertelschiene mit einem Standvisier, das allerdings geklappt werden muss, weil ansonsten ist es durch die tiefe Bauart mit dem Zielfernrohr kollidierend. Und wir haben natürlich über den Ring geschoben den Riemenbügel. Und das, was mir ganz besonders wichtig war in der Klassik, das mit der modernen zu kombinieren. Viele Repetierer im 98er-Bereich können keinen Schalldämpfer tragen. Hier haben wir jetzt nicht nur das Mündungsgewinde, das dann die Aufnahme des Schalldämpfers ermöglicht, sondern wir können hier einen klassischen Overbarrel-Schalldämpfer einsetzen. Das heißt, die Baulänge verändert sich nicht weiter, indem wir einfach das komplette Kornstück abnehmen. Das ist so platziert, dass es hier mittels einer kleinen Nut wieder exakt an der gleichen Stelle platziert wird. Und es ist auch sehr fein mit einer Fischhaut geschnitten, das Korn perfekt eingelegt und die Wiederkehrgenauigkeit ist absolut gegeben. Und man könnte jetzt auf diesen klassisch anmutenden Repetierer, ohne ihn optisch zu zerstören, eben einen Schalldämpfer aufsetzen. Rückgebaut wird das Ganze auch ganz einfach wieder über den Lauf schieben und dann mittels der Mutter verschließen. Dann geht das Korn auch nicht verloren und man kann im klassischen Bereich weiterhin mit dem Gewehr arbeiten. Zum Abzug ist noch zu sagen, das zeige ich gleich, das sind ein paar Umdrehungen, die ich hier absolvieren muss. Abzug, Zielfernrohr, das sind so die Dinge, die ganz entscheidend sind. Auch hier haben wir den Abzug absolut dicht im Abzugsblech sitzen. Das heißt, hier sind keine Spalten. Der Abzugszüngel selber ist super fein gehalten und auch leicht gewölbt, sodass er sich für den Rechtsschützen perfekt greifen lässt. Der Abzug selber steht ungeheuer trocken und ist mega fein eingestellt. Das heißt, wir haben hier ein Abzugsgewicht von knapp 600 Gramm und damit kann man sehr, sehr präzise schießen. Tja, was ist noch zu sagen? Einen Querstollen haben wir. Den Release Catch für den Magazindeckel, der ist auch da. Und ein Zielfernrohr gibt es natürlich auch zu dieser Schönheit. Da haben wir auch hoch ins Regal gegriffen und keine Kompromisse gemacht. 2-16x50 P Swarovski Z8i mit Leuchtabsehen. Ich glaube, mehr kann man nicht machen. Und mit dieser Büchse lässt sich bei dem Allround-Kaliber auch wirklich alles erlegen, was man jagdlich auf dem Programm haben kann. Ich hoffe, das Gewehr gefällt und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bei mir melden. Es ist käuflich zu erwerben, aber hier müssen Sie schon ein mittelgroßes Sparschwein knacken, denn 500 Stunden Handarbeit sind sicherlich in dieses Gewehr geflossen und das Ergebnis spricht für sich. Ich freue mich auf Ihre Resonanzen, bedanke mich, der Vortrag war ein bisschen länger, aber das Gewehr hat es gebraucht.
Herzlichen Dank, Ralf Paschen für Jagd aus Wilhelmshöhe.